Radio ist laut genug. So ist besser mit der Nase. Dann, Probleme sind überwunden, dann fangen wir mal an. Willkommen zur ersten Session von dem Wachteil hier, von WC Retreat. Ich freue mich einfach, den Speaker anzukündigen, Frank Wildke von Insights. Das Thema haben wir eben schon gehört, E-Commerce, der unbekannte Platzhirsch. Genau. Also ich habe ein Thema mitgebracht, was ja vielfältig sein könnte. E-Commerce ist in aller Munde. Die Leute wollen was wissen, wollen damit vielleicht was machen. Oder manche müssen auch damit was machen. Und ich bringe den Vortrag nicht in dem Kontext mit WordPress, und da kennt man auch WooCommerce. Den Namen kennen wahrscheinlich alle. Spätestens die, die auf irgendwelche WordCamps gehen, weil es da immer einer der Hauptsponsoren ist. Aber letztendlich ist es halt mehr als ein Plugin. Und ich möchte so ein bisschen versuchen darzustellen, was WooCommerce wirklich ist, was man damit machen kann, ohne die technische Tiefe zu gehen. Und ich möchte im Vorfeld auch mal aufzeigen, welche Zahlen WooCommerce derzeit schon aufzeigen kann und vielleicht auch warum. Und was am Ende, das war damals ein wichtiger Aspekt, die Möglichkeit bietet, warum will ich mich für WooCommerce entscheiden und nicht vielleicht für eine andere E-Commerce-Plattform. Auch vielleicht zum Hintergrund, der Vortrag ist nicht explizit für heute entstanden, sondern er ist eigentlich entstanden für ein anderes Camp, wo es explizit um E-Commerce geht und den Vergleich von verschiedenen Applikationen. Das heißt, wir haben versucht, wir waren mutig und haben uns gegenüber Intershop, Oxid, Magento, wie sie die ganzen großen Systeme heißen, die da draußen den Namen haben, uns zu etablieren und aufzustellen. Und das war sehr lehrreich, muss ich sagen. Wir haben halt mal die Möglichkeit gehabt, außerhalb der WordPress, WooCommerce-Blase uns darzustellen, zu vergleichen, Fragen zu beantworten von Leuten, die tagtäglich E-Commerce machen im beruflichen Umfeld. Also war eine sehr spannende Geschichte, weil gerade WordCamps sind halt sehr WordPress-lastig, logisch, und dann bleibt man auch in diesem Tunnel. Und deswegen war das eine sehr gute Erfahrung. Und ich denke, das ist vielleicht auch das, was wir hier ein bisschen mitgeben können, was ich versuchen will, mit dem Talk zu unterfüttern. Ganz kurz noch zu meiner Person, dass die ein oder anderen wissen, wer ich bin, warum ich hier stehe und was ich euch sozusagen darlegen will. Also Name, ich wurde schon kurz vorgestellt, Frank Wildke mein Name, komme aus Jena. Seit 9 Jahren eigentlich aus Eisenach. Vermisse ich auch immer noch ein bisschen, aber ist okay. Bin bei der Impsite beschäftigt, bin einer der Gründer. Die anderen grün leuchtenden Personen hier im Raum unterstreichen das nochmal, wie stark wir engagiert sind. Bin aber gleichzeitig bei der Carl Zeiss AG beschäftigt, bin dort als Teamhead von einem großen Team tätig, was sich auf dem SAP-Umfeld spezialisiert hat. Dort aber nicht E-Commerce, sondern im PLM-Umfeld. Das ist die Welt, wo man eine Idee ablegt bis hin zur Produktion. Ja, also so muss man sich das vorstellen. Jedes Gerät, was wir erfinden, liegt bei uns in diesem SAP-System und das warte ich, entwickle ich, bringe wir nach vorne mit einem Team, macht auch sehr viel Freude. Gibt mir aber die Chance, zwei Welten miteinander zu vergleichen, die sehr, sehr unterschiedlicher sein können und trotzdem unglaublich viele Gemeinsamkeiten haben. Also gerade das alteingebrachte Zeiss-System, was doch sehr statisch ist und sehr großer Tanker, der schwer zu steuern ist oder sagen wir mal, der schwer eine Kurve kriegt, im Gegensatz zu Impsite, wo ich quasi von dem Ein-Mann-Betrieb bis zum heutigen 30-Mann-Betrieb viel mitgekriegt habe, hohe Höhen und Tiefen erlebt habe. Sehr spannend. Und parallel gibt es natürlich eine ganze Reihe freie Projekte aus eigenem Antrieb. Das muss nicht unbedingt immer Software sein. Aber es gibt viele Software-Themen, die findet man auf GitHub. Kann man sich umgucken, wer da Lust und Freude hat. Ich freue mich immer, Leute, die mitmachen wollen. Die suche ich auch immer bei dem einen oder anderen. Gut, also das zum Hintergrund. Und letztlich, logisch, will ich auch die Impsite kurz vorstellen. Ich habe eben schon gesagt, derzeit 30 Leute. Wir bedienen in erster Linie Enterprise-Kunden, machen da vorrangig autarke Lösungen, binden die eben auch an SAP-Systeme an oder machen E-Commerce-Lösungen, wobei die meisten E-Commerce-Lösungen dort nur eine Schmalspur Woo ist, WooCommerce, weil eben Warenwirtschaft und Co. in anderen Applikationen läuft. Und diese Vielfalt und diese Möglichkeit, die wir beim Impsite kennen, gibt mir halt, glaube ich, auch einen ganz guten Einblick zu erläutern, was geht und was geht nicht, wo lohnt es sich, auf das Pferd WooCommerce setzen zu können oder doch vielleicht was anderes zu nehmen. Okay, WooCommerce selbst, habe ich mal aktuelle Zahlen mitgebracht, kann man überall im Netz nachsuchen, das ist derzeit der letzte Stand, den ich rausgesucht habe, bedient 42% aller bekannten Webshops. Das heißt, es gibt ja Analysesysteme, die halt die Webseiten auswerten und da, wo man das System kennt, sind es 42%. Ich denke, die Zahl an sich spricht schon dafür, wie groß WooCommerce eingesetzt wird. Sagt natürlich nichts darüber aus, ist das jetzt ein Shop, der 2 Topflappen verkauft, ja, oder Millionen von Produkten. Und gerade in dieser Besonderheit stehen nachher die Details, die Unterschiede. Da macht es viel aus. Letztlich kann man das aber runterbrechen, um nochmal ein bisschen, insbesondere im Enterprise-Umfeld, Kunden wollen gern Zahlen sehen, die in ihrer Liga spielen.
Und da kommen beispielsweise 12% von den Top 100.000 Websites nutzen immer noch WooCommerce. Also da reden wir schon mehr als über Topflappen verkaufen. Und letztendlich noch 7% der Top 10.000 Sites. Das ist übrigens dieselbe Zahl, die Magento als Platz 2 aufweisen kann. Das ist sozusagen derzeit das gelistete Flaggschiff nach WooCommerce. Und alle anderen Systeme, Intershop, Oxid, wie wir sie nennen, kommen lange danach. Also die Zahlen sind sehr interessant, in den Folien auch verlinkt, wer sich da das im Weiteren angucken will. Ganz wichtig, ich vermute in diesem Kontext, hier wissen das alle, WooCommerce ist keine eigenständige Applikation, was auch in der Regel von allen anderen E-Commerce-Plattformen unterscheidet. Ohne WordPress geht im Standard nichts. Ja, sehr wichtig. Was auch oftmals aus der Erfahrung beispielsweise beim E-Commerce-Camp so ein bisschen diese Skepsis darstellt. Viele Leute verbinden mit WordPress immer noch, na, dann blockt man halt ein bisschen damit, da gibt es irgendwelche Kiddies, die schreiben ein paar Skripte und dieser Weitblick oder was man damit alles doch machen kann und stabil machen kann, performant machen kann, ist oft nicht da. Und da muss man halt ein bisschen hingucken. WordPress hat halt nicht nur, wie wir ihn heute hier erleben, im Community-Umfeld diesen positiven Ruf. Da muss man ein bisschen schauen. Hintergrund, warum diese gewaltigen Zahlen WooCommerce auch erreicht, liegt natürlich nicht daran, dass WooCommerce so außergewöhnlich toll und schön ist, so populär, sondern es liegt halt daran, dass WordPress als Basissystem drunter liegt und eine unglaubliche Reichweite hat. Das sind die aktuellen Zahlen. Ich vermute, die meisten, die sich so intensiv wie die Besucher hier mit WordPress auseinander haben, mitgekriegt, dass wir die 30%-Marke geknackt haben. Schon eine Aussage, mit der man auch was tun kann, mit der natürlich auch Unternehmen wie wir beispielsweise oder WordPress selbst hausieren kann. Also Top 10 Millionen sind es immer 30% ist schon eine Hausnummer. Das heißt, wir haben nicht nur eine technische Verantwortung, wir haben auch eine Verantwortung im System auf der Welt, was die Seitenbetreiber betrifft. Oder wir könnten halt durch die vielen Möglichkeiten auch schnell mal alle abschalten. Okay, immer noch interessant. 2700 Websites der Top 10.000 nutzen halt WordPress, eine gewaltige Zahl. Also auch da kann man eine Menge mitmachen, macht es natürlich auch interessant für Leute, die weniger positive Sachen damit machen wollen. Aber letztlich ist es für unsere Sichtbarkeit im WordPress-Umfeld sehr wichtig und auch ein Argument gegenüber den Kunden, die es einsetzen wollen. Und was natürlich viel wichtiger ist, was insbesondere auch im E-Commerce-Umfeld mittlerweile eine große Rolle spielt, ist der Content drumherum. Was kann ich halt so publizieren, was kann ich erreichen? Rund 90 Millionen Beiträge im Monat. Also wie sinnvoll auch immer, ja. Haben wir wieder den Beitrag über den Topflappen oder mit dem Topflappen. Aber letztlich, hier kommt unglaublich viel Content, was natürlich am Ende in der Suchmaschine eine Rolle spielt. Und seitdem E-Commerce-Betreiber zumindest teilweise erkannt haben, dass nur der Produkt- und das Preis nicht reicht, ist Content doch ein ganz großer Aspekt geworden. Macht letztendlich 24 Billionen Page-Views im Monat. Also da gibt es ordentlich Zugriff. Alles, was mit WordPress betrieben ist, hat richtig Dampf dahinter. Okay, die Auswahl, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, was E-Commerce-Systeme betrifft, ist gewaltig. Ich kann also von richtig komplexen Systemen auswählen mit technischem Know-how, wo ich den, sagen wir mal, den eigenständigen Nerd suchen muss, wo ich Schwierigkeiten habe, überhaupt Leute zu finden, die es beherrschen, ins letzte Detail, bis hin zu kleinen Skripten, JavaScript-Bibliotheken, um E-Commerce irgendwo dran zu basteln. Also die Auswahl ist sehr schwierig. Und insbesondere in Beratungsgesprächen mit Kunden, die jetzt sich nicht festgelegt haben auf irgendwas, spielen eine ganze Reihe von Aspekten eine Rolle. Und die würde ich einfach nochmal so ein bisschen sichtbar machen, dass wir so ein bisschen auf demselben Stand sind. Aus Sicht der Kunden gibt es in der Regel qualitätsbezogene Gründe. Das heißt, sie entscheiden sich für ein System, weil zum Beispiel die Geschwindigkeit außergewöhnlich gut und zuverlässig ist, stabil. Klar hängt der Server und Co. unten dran, was die Leute daraus machen, aber es gibt bestimmte Erfahrungen, die kann ich natürlich auch darstellen und das nutzen gerade große E-Commerce-Betreiber auch, um ihre Software lukrativ erscheinen zu lassen. Ähnliches ist bei Zuverlässigkeit und auch Portabilität, weil ich von dem einen oder anderen System weggeben muss, weitergeben muss und letztendlich Anpassbarkeit. Heute ein sehr wichtiger Aspekt geworden. Internetwelt ist relativ schnell im Verhältnis zu allen anderen. Das heißt, eine Erweiterung einzubauen oder einfach nur eine gesetzliche Vorgabe einzubringen, kann gewaltige Kosten verursachen. Und da guckt man halt hin, wie flexibel ist das System. Das sind übrigens keine Faktoren, die ich mir selber ausgedacht habe oder jemand bei uns, sondern das sind Sachen, die kommen vom Bundesministerium. Das heißt, da gab es Leute, in der Regel Studenten, die ihre Masterarbeit mit diesen Themen bestücken. Kann man sich ganz gut drauf verlassen, findet man auch im Netz. Zweiter großer Aspekt, Wirtschaftlichkeit. Letztlich, so ist es bei uns auch, kommt ein Projekt rein und wir müssen den Business Case darstellen, wenn ich jetzt das und das tue, lohnt sich denn das überhaupt? Das ist nicht bei jedem Projekt so, insbesondere nicht bei denen, die wir selber machen, zum Glück.
Aber im Unternehmen ist das üblicherweise der Stand. Und wenn ich beim Einkaufen von einer Applikation sehr art hohe Lizenzgebühren habe, dass sich das für meinen Topflappen nicht mehr lohnt, dann muss ich halt gucken, ist das wirklich der richtige Weg. Insofern gucke ich mir also an, Lizenzen, wie teuer sind die, was kosten die und wie stabil sind Lizenzen auch. Auch das ist nicht selbstverständlich. Nur weil ich eine Lizenz zahle, heißt das nicht, dass die Applikation immer up to date ist. Wie sieht die Wartung aus von der Applikation? Wie kümmern sich die Leute drum, was passiert? Wenn irgendwelche Probleme auftreten, wie schnell reagiert man? Auch so im Alltag ist mir schon oft untergekommen, dass wir ein Release im SAP-Umfeld, wo man beispielsweise denkt, businesslastig, das solide ist, wir machen ein Standard-Update und hinterher geht nichts mehr. Ja? Weil die zugehörigen Bibliotheken eben auf nur älteren Landschaften getestet werden, trotz Lizenzgebühren, Wartungsgebühren. Also passiert auch tagtäglich. Auch hier, Wirtschaftlichkeit kann in der Erweiterbarkeit sehr teuer werden, weil ich beispielsweise im einfachsten Fall vielleicht den Kernentwickler ständig vor Ort haben muss. 7 Tage die Woche, rund um die Uhr, alle anderen können es nicht. Gerade aus dem Insight-Umfeld haben wir oft erlebt, dass Kunden uns fragen, wir möchten auf eine Lösung wechseln, die nicht abhängig von Person X oder Y ist. Ja, wenn der nicht geht, geht hier im Hause nichts mehr sozusagen. Diese ganze Single-Resource-Thematik ist ein großer Aspekt. Ähnlich sind Rahmenbedingungen. Schön ist natürlich, wenn ich technische Rahmenbedingungen habe, die einfach sind, die ich auch leicht einkaufen kann oder wo ich eben auch verschiedene Anbieter vergleichen kann, die nicht irgendwelche außergewöhnlichen Szenarios brauche. Und gleiches gilt für Schulung und Support. Kann beliebig komplex werden. Wir haben oft erlebt, wo wir dann die Leute, die den Content einpflegen müssen, wo die Schulung oder die Bedienung der Oberfläche länger dauert als der eigentliche Content. Dann sollte man sich überlegen, ob das wertvoll ist. Übrigens auch einer der vielen Gründe, zumindest in unserem Kundenumfeld, warum Leute dann wieder zu WordPress kommen oder hin wollen, einfach weil die Oberfläche so gut bedienbar ist, dass sich die Leute wohlfühlen. Wenn ich mich da recht entsinne, müsste es ja da 15 Uhr, glaube ich, auch eine Session zugeben, wo 24 CMS verglichen wurde und WordPress hat gewonnen. Ich denke, es ist sehr spannend in dem Umfeld. Und letztlich gibt es natürlich organisationsbezogene Gründe, kommt vor allem im rechtlichen Umfeld groß vor. Oder wo politische Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Pitch bei der Regierung, wo sich dann aber für ein System entschieden würde, proprietär zu entwickeln und zu warten. Ob das der richtige Weg war, wollen wir bezweifeln auf jeden Fall. Haben wir bezweifelt, aber wir haben ihn nicht bekommen. Leider. Und wir wären weit über 50% günstiger gewesen. Und trotzdem hat man sich eben aus solchen Gründen dafür das System, für ein System entschieden, was out of the box entwickelt wird und gewartet wird. Aber es keine Angriffspunkte sozusagen hat, die öffentlich liegen. Insofern also organisatorische Rahmenbedingungen oder öffentliche Verwaltung hat oft Entscheidungen, die allen anderen widersprechen, die gerade aus technischer Hinsicht oft sehr willkürlich erscheinen. Okay, so sind wir so ein bisschen, wo kommt es her? Und ich würde mal ein bisschen darstellen, was WooCommerce im Prinzip in der kurz gefassten Form mitbringt, was viele andere E-Commerce-Systeme nicht haben. Also wir haben es schon angesprochen, das, was alle wahrscheinlich gut kennen, WordPress als CMS. Ja, klar, wir machen auch Blogs, aber wir machen eben auch mehr. Und letztlich können wir sehr gut Content ablegen, verwalten, nutzen, irgendwo anders hingeben. Mittlerweile auch seit dem Standard. Wir haben eine REST API. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, Content zu hinterlegen, abzubilden und die Leute können damit arbeiten. Das bringt das E-Commerce-Umfeld gerade dazu. Zum Beispiel Shopware wirbt ja sehr stark damit, sogenannten Einkaufswelten. Also wo ich halt Stories um ein Produkt oder mehrere Produkte gestalte, zu kreieren, zu basteln. Wir sehen da vor allem die große Chance von Gutenberg, wenn er denn mal einsatzfähig ist in einer Umgebung, die also nicht mehr Alpha ist. Ich denke, wir brauchen auch noch leider eine ganze Weile, hätten wir lieber gestern als heute. Aber ich glaube, da steht sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten für uns offen, die uns über diesen aktuellen Editor, sei es der Tiny oder der HTML-Welt, sehr stark hinausheben. Ja. Und noch sind auch in dem Umfeld vor allem sehr oft Page-Builder gefordert von einem Kunden, die es beliebig schwierig machen. Die meisten kennen vielleicht das Thema, wie komplex oder auch wie schlecht sie programmiert sind, wie instabil diese Page-Builder funktionieren. Und da hoffen wir vor allem auf Gutenberg, können aber Stand heute leider auch kein Projekt anbieten, wo wir einen Kunden oder eine Referenz zeigen könnten. Das ist halt sehr alpha-lastig. Aber genau die Funktionalität, die Gutenberg uns geben wird mit den Blöcken, ist eben genau das, was die meisten Kunden wollen, Gestalten von Content, einbeziehen ihre Produkte und das Ganze gestalten. Und letztlich, Shopware kann das heute, dann wäre WordPress einer der wenigen Zweiten, die das auch so out of the box könnten. Ja, alle anderen müssen dafür noch sehr viel basteln oder haben eigene Lösungen, die sehr viel Aufwand in der Wartung bedeuten. Und letztlich ein großes Zugpferd, haben wir vorhin gesehen an den Zahlen,
mit WordPress ist halt das Publishing sehr einfach, sehr unkompliziert, das Weitergeben sehr einfach. Also da ist die Reichweite enorm. Und was WooCommerce auch auszeichnet, auch in der eigenen internen Core-Entwicklung, basiert ja mehr auf Hooks als WordPress selbst. Insofern kann man da relativ viel machen. Und jeder, der irgendwie WordPress verstanden hat, kann auch mit WooCommerce sehr schnell arbeiten, sehr schnell umgehen. Und ich habe im Prinzip alle Anwendungen, die ich brauche, die ich offen habe. Habe aber oft auch, ähnlich WordPress auch, Funktionalitäten, die ich gar nicht brauche, mitschleife. Darf man auch nicht vergessen. Also gerade wenn ich mir dann am Ende Warenwirtschaft anbinde, CRM-System, ERP-Systemlandschaften, gehen wir in der Regel die REST-API, die Woo mitbringt, und binden die Systeme an. Ein Konsens, den wir immer sehen für uns, wir wollen lieber mit dem arbeiten, was man hat, als sich an dem abzuarbeiten, was man nicht hat. Also wir wollen damit quasi die Sicht so ein bisschen dahingehend tunneln, dass die Leute einfach das benutzen, was man hat, dranbauen, umbauen, was sie brauchen und sich nicht ständig darüber beschweren, was nicht geht oder nicht schön ist. Ja, also gerade im WordPress-Umfeld, Horst beispielsweise hat gestern in der Session sehr schön aufgezeigt, wie viele massive Bugs es gibt in dem Timestamp, also im Datums- und Zeitausgabe, wenn man bestimmte Systemlandschaften hat. Das ist so, ja, wir können uns auch tagtäglich darüber aufregen oder im Track rumdiskutieren und Zeit vergeuden. Oder wir machen wie SWR und schreiben eine kleine Ergänzung, eine Library, um das Ganze zu fixen und können loslegen. Also jedes Mal von vorne anzufangen. Und ähnliches ist WooCommerce-Umfeld. Auch da gibt es eine Menge Sachen, die man besser machen kann. Seit 3.0 hat sich da auch viel getan. Ja, auch hier merkt man einfach das Wachstum, die Zugriffe, die Leute mit ihren Anforderungen. Was uns beispielsweise auch dazu bringt, immer im Core von WooCommerce Sachen einzubringen, die uns helfen, aber auch anderen. Es ist sehr viel unkomplizierter als beispielsweise bei WordPress, weil Woo über Git komplett entwickelt wird, ist der Zugriff einfacher, sich einzubringen und auch eine sehr schnelle Rückmeldung. Aber letztlich zusammengefasst, nehmen, benutzen, wohlfühlen und das bauen, was man irgendwie realisieren will. Die Technik selbst, was steckt in WooCommerce drin? Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist halt letztendlich nichts anderes als ein Plugin für WordPress. Ich brauche WordPress als Basis und muss es da mir reinholen. Ich kann es nicht autark laufen lassen. Schleppe also auch eine ganze Menge Sachen mit aus dem WordPress-Umfeld, die ich vielleicht nicht brauche. Wir haben eine REST-API. WooCommerce hatte früher eine eigene. Mittlerweile ist die analog der REST-API vom WordPress Core angepasst. Hat auch relativ viele Endpoints, auch nicht alles, aber auch in dem Fall wieder erweiterbar, relativ unkompliziert. Und natürlich auch sehr viel öffentlich zugängliche Lösungen, die man wieder verwenden kann. Man kann mit der REST-API heute schon so die Masse an Sachen machen, die man braucht. Das heißt also Produkte anlegen, Produkte löschen, Daten und dessen verändern. Also die grundlegenden Funktionalitäten der API sind da. Ich kann mich also um die löslichen Sachen kümmern. WooCommerce selber hat eine interne API, die aus meiner Sicht zumindest ein ganzes Stückchen besser ist als die von WordPress, weil es halt schon ein bisschen objektorientierter gedacht ist. Ich kann mich leichter daran einarbeiten und muss natürlich auch nicht so auf so extreme Altlasten wie WordPress zurückgreifen. Ja, gerade im WordPress-Umfeld haben wir sehr viele Funktionen, wo zum Beispiel der Namespace, also die Funktionsnamen, sehr kryptisch sind. Früher hat man alles mit WP begonnen, dann unterstrich irgendwas, was ich intern gar nicht brauche, dann hat man das wieder geändert. Gibt es plötzlich Getposts, früher gab es WP-Getposts und solche Geschichten. WooCommerce-Umfeld ist das nicht so extrem, weil es eben auch nicht so alt ist. Wir haben für uns sehr, sehr wichtig eine Data Storage API. Das heißt, ich muss nicht zwingend den Datenbankzugriff von WordPress selbst nutzen. Ich kann ihn aushebeln. Die API ermöglicht es, dass ich mit eigenen Technologien auf eine Datenbank zugreifen kann, die wesentlich performanter und schneller ist als WordPress selbst und die vor allem damit den WP Query aushebelt. Für uns ist das das größte Zugpferd, warum wir überhaupt auf größere Kunden mit WooCommerce setzen können, weil Performance da eine große Rolle spielt und da ist halt der WordPress-Query einfach zu langsam, machen wir nichts vor, egal wie stark wir cachen. Und parallel sind das auch Szenarien, wo wir ansetzen, um zum Beispiel Mehrsprachigkeit, Versetzen von verschiedenen Lagern und sowas hinzukriegen. Das ist nur durch diese Technologie möglich und die gibt es erst seit WooCommerce 3.0. Ist implementiert, ist aber nicht umfassend implementiert. Also man stößt hier und da auf Ecken und Kanten, wo sie noch nicht rund ist. Kann man sich einbringen, man kann sie auch sehr schnell als Pull-Request per GitHub hinterlegen. Aber ich will mit dem Stichpunkt nicht sagen, da sind 100% API drin, loslegen, machen. Und habe ich auch schon mehrmals genannt, analog WordPress, wir haben Hooks in allen Ausprägungen, man kann Hooks ergänzen. Auch da gibt es eine Altlast, wir haben also Hooks mit verschiedenen Namensräumen,
Aber ist relativ überschaubar. Also die Fehlerquote, den falschen zu finden, ist relativ gering. Und auch die Dokumentation ist überschaubar gut. Also man kann ganz gut damit arbeiten. Aus anderen E-Commerce-Systemen habe ich das Gefühl, ist das wesentlich schlechter. Da weiß man es entweder oder man findet auch nichts. Die Zusammenspiel WordPress und WooCommerce, eine geht nicht ohne das andere. In dem Fall, also WordPress klar geht ohne WooCommerce, aber wenn ich E-Commerce an sich machen will, brauche ich immer beide Welten. Und aus meiner Sicht ist es eben auch ein wichtiger Schritt, das nicht zu diskutieren und WooCommerce vielleicht mit ein wenig Aufwand zu einer eigenständigen Plattform zu bringen, sollte nicht diskutiert werden, weil eben der Benefit WordPress so gewaltig ist, dass WooCommerce da enorm partizipieren kann. Das stellen ja nicht nur die Zahlen dar, sondern ich finde vor allem, und das stellt ja so ein WordCamp wie hier dar, man hat eine unglaubliche Freiheit, Sachen einzubringen, mitzumachen, zu diskutieren oder Leute zu finden, die mitmachen, die man aus anderen Applikationen nur sehr selten kennt, nur wenig. Wenn ich mir angucke, sei es Typo 3 oder auch Magento, auch Open Source Systeme, die sich zum Teil da schwer tun und nicht so eine riesige Community aufgebaut kriegen. Ja, die sich dann Analogien holen, gucken, wie macht das WordPress, oder WordPress guckt zum Beispiel zu Tribble, um einfach mal zu schauen, wie machen das. Und da sind, denke ich, kann WordPress eine Menge vorangehen, die Leuten zeigen, wie es möglich ist, eine riesige Blase trotzdem am Laufen zu halten, dass es das alles funktioniert. In dem Fall also Vorteil Free and Open Source und gleichzeitig eine gewaltige Community am System arbeitet. Was mir gut gefällt, man kann Sachen an WordPress mögen, im WooCommerce genauso. Ich bin bei WordPress seit Version 0.7.1 dabei. Da sind halt Sachen dabei, da werde ich nie drüber fertig, warum die so sind. Und die Diskussion will ich auch nicht mehr führen. Dann stirbt man irgendwann drüber ab. Aber es gibt genügend Sachen, wo sich einbringen kann. Man kann sich irgendwie durch eigene Erweiterungen, dann muss ich gar keinem Rechenschaft abgeben. Ich muss nicht unbedingt immer nur Code schreiben. Ich kann mich nicht Übersetzungen. Es gibt so viele Möglichkeiten daran zu arbeiten, wo ich einen Benefit kriege, wo das Produkt WooCommerce oder WordPress einen Benefit kriegt. Und wir selber haben dann auch was davon, weil wir es für den Kunden halt einsetzen. Und deswegen denke ich, wenn man da eine gewisse Sichtbarkeit erreicht, ist es sehr nützlich, sozusagen diese Freiheit zu benutzen und sich einfach das Feld auszusuchen, was man ansprechen will. Ähnlich ist es mit Änderungen und Erweiterungen. Aus unserer Erfahrung ist es im WooCommerce-Umfeld leichter, Erweiterungen, Änderungen einzubringen. Die Leute sind da wesentlich bereiter, sie bei bestimmten Beispielen, Tests oder auch Diskussionen sich darauf einzulassen als im WordPress Core. Ja, da ist einfach eine andere Historie auch dahinter. Nichtsdestotrotz, einer der wichtigen Zahlen, also gerade beim Kundenumfeld, Wachstum. WooCommerce hat das Wachstum, weil es einfach auch mit WordPress mitwächst. Die 30% haben das gerade wieder gezeigt. Und Woo partizipiert genauso da davon. Und das ist relativ wichtig, um halt so geschäftliche Zahlen ganz gut aufzubringen. Und was mir parallel gut gefällt, die Woo-Leute, die Entwickler drumherum, das Team, hat eine unglaubliche gute Wartung. Sie kümmern sich halt wirklich. Das ist das, was ich auch via GitHub schon dargestellt habe. Der einzige Nachteil im WooCommerce Community-Umfeld ist eigentlich, dass es aus dem Fork entstanden ist und aus meiner Sicht dieser Fork damals ein bisschen unsauber gelaufen ist. Ja. Also das Ursprungssystem war ja Jigoo Shop und das Team um Woo, damals noch nicht irgendwie mit Auto WordPress verbunden, hat ja Jigoo Shop geforkt, hat die Entwickler abgekauft und los ging's. Aber man hätte vielleicht auch ein gemeinsames System nach vorne bringen können. Gründe für WooCommerce, insbesondere aus dem Blick heraus, ich mache noch kein WordPress, ich bin einfach nur Kunde oder möchte was einsetzen. Der heutige Eindruck ist, Experten, Entwickler, Leute, die sich damit auskennen oder zumindest in die Richtung gehen, ist wesentlich leichter als in vielen anderen Welten. Wir haben halt eine riesige Community-Blase. Den richtigen zu finden ist was anderes. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Plugin-Zoo. Wir haben 50.000 freie Plugins auf dem Repo. Das Richtige zu finden ist schwierig. Aber zumindest ist der Anteil von Leuten, die ich mir da reinholen kann, relativ groß und damit habe ich auch die Chance, die richtigen zu finden oder auch aufzuwechseln. Ich bin also nicht abhängig. Support ist irgendwie für jede Art von Produkten da. Das heißt, WooCommerce ist nicht eingeschränkt auf Produkte, die nur digitale Lösungen bieten oder eben meine Topflappen oder solche Geschichten, sondern ich kann im Prinzip jede Art von Produkt verkaufen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe Alternativlösungen für WordPress, um E-Commerce zu machen. Sagen wir mal, populär ist ja EDD, macht eben wirklich nur digitale Produkte. Ja, ich kann kein physisches Produkt damit verkaufen. Wenn ich also morgen einen Online-Radshop aufmachen will oder was, dann geht das nicht. Bei Woo ist die Offenheit des Produktes sehr gewaltig, sehr groß, was auch viele E-Commerce-Plattformen draußen auf der Welt nicht so einfach haben. Einfach aus der Historik raus. Was vorhin schon mal kurz aufgezeigt, auch mit der Idee, wo Gutenberg hingehen könnte,
ist dieser contentgetriebene Verkauf für viele sehr wichtig. Wir haben da mal ein sehr großes Projekt gehabt mit einem Online-Möbelhändler. Letztendlich habe ich hier die Chance, sehr viel Content abzubilden, die ihn irgendwo hinzuschieben, sei es über die REST-API oder andere Aspekte. Und ich kann damit halt arbeiten, um das E-Commerce-Feld sichtbarer und größer hochzuziehen. Es ist erweiterbar, das haben wir hier mehrmals genannt, aufgrund der Hooks oder anderer Lösungen. Und ich habe natürlich wieder Vor- und Nachteil gleichermaßen einen riesigen Pool von fertigen Lösungen. Sei es, die liegen bei WooCommerce in der Plugin-Welt rum, sie liegen auf GitHub. Es gibt also sehr viele Lösungen, wie gut sie sind. Da könnte man jetzt eine eigene Session drüber halten, wenn man das Richtige findet. Aber selbst wenn, aus unserem Umfeld ist es ja oft so, wir finden eine Lösung, die ist da, sie ist aber einfach schlecht, dann muss man trotzdem keinen Grips in die eigentliche Idee stecken, sondern nur in die Umsetzung, was auch enorme Kosten sparen kann und vor allem Zeit oftmals. Die Idee ist schon geboren, wir müssen sie nur besser machen. Also das will ich damit sagen. Und das ist ja oftmals genauso viel wert, als das eigentliche Produkt nur zu kaufen. Also insofern bleibt mir zu sagen, WooCommerce WordPress bringt alles mit, was wir brauchen, um solide E-Commerce-Lösungen zu bauen. Was wichtig ist, ist nicht heranzugehen aus dem Aspekt, wie es viele kennen, wir setzen WordPress auf, 5 Minuten Installation, die klassische, und aktivieren WooCommerce und dann können wir verkaufen. Also davon sollte man sich dringend verabschieden, weil einfach eine Shop-Plattform wesentlich mehr Aspekte hat, die man erstens beleuchten sollte, sei es rechtlich, aber auch technisch. Und es gibt so viele kleine, viele Besonderheiten, wo man auch in WooCommerce oder in jedem anderen System so viel Kraft und Zeit reinstecken muss, dass es gilt, sich das genau anzugucken. Und das Resultat ist letztendlich nur, was wir draus machen und nicht die eigentliche Plugin-Lösung. Also es gilt nicht zu gucken, ist der technische Aspekt der wichtigste, sondern das Gesamtpaket muss stimmen. Und da, denke ich, bilden sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wo finden wir wirklich die richtigen Leute, die die richtige Kenntnis in die Tiefe haben? Und gerade in unserem deutschen Rechtsraum oder EU-Rechtsraum haben wir genügend Sorgen, die immer abzubilden. Und auch das sollte man nicht vergessen. WooCommerce kommt getrieben nun mal aus Amerika, hat also eine andere Rechtsform. Auch bei der Entwicklung kann nicht out of the box beispielsweise in Deutschland eingesetzt werden. Muss man hier und da am Checkout was tun. Also wichtig ist mir, nicht von der Idee ausgehen, wie es die eine oder andere Installation suggeriert, anmachen und loslegen. Gut, was mir wichtig war, sozusagen mal weiterzugeben, was kann WooCommerce, welche Möglichkeiten habe ich gegenüber anderen Sachen, lohnt es sich das überhaupt anzugucken, nur weil ich jetzt WordPress-Umfeld habe, so wie alle, die hier sitzen. Und die klare Aussage meiner Sicht ist, es lohnt hinzugucken, WooCommerce eben eventuell einzusetzen, aber es lohnt auch zu sagen, ist es wirklich das Richtige oder nehme ich das nur, weil ich WordPress kenne. Hier und da wird es Lösungen geben, wo neben WooCommerce ein anderes System parallel aufzustellen besser dargestellt wird, weil ich einfach mehr Chancen habe, mehr Möglichkeiten. Insofern von meiner Seite danke und gerne ein paar Fragen. Ja. Ja, also die Frage ist quasi zu verstehen, wo ich die Chance drin sehe, wie man Erlebniswelten mit WooCommerce, Gutenberg, WordPress abbildet, im Gegensatz zur Lösung, die es heute schon gibt, zum Beispiel eben Shopware, da ist so ein typischer Kandidat. Aus der Shopware-Welt raus ist es so, dass ich einen klassischen Autor hinsetzen kann. Und der generiert sozusagen einen Artikel, Content zu Produkten. Entweder zu einem Produkt oder zu vielen. Das heißt, er kreiert eine ganze Menge Inhalt, der nachher auch suchmaschinenrelevant ist. Der aber nicht dazu führt, ein Produkt zu kaufen, sondern erstmal nur den Kunden zu überzeugen, du brauchst das Produkt oder du willst es vielleicht kaufen. Und der in erster Linie die Aufgabe hat, Suchmaschinenrelevanz hochzudrücken und den Kunden zu überzeugen, dass er das Produkt braucht und nicht das Produkt selbst beschreibt. Also klassische Artikel in unserem WordPress-Umfeld. Heute ist es so, wenn ich im WordPress-Umfeld finde, klar, kann ich auch Artikel schreiben und jeder, der seine Fähigkeiten drin hat, kommt damit auch gut zurecht. Aber mit Gutenberg habe ich ja die Möglichkeit, eben über so vereinfachte Szenarien wie Drag-and-Drop, Anpassbarkeit, Inhaltssteuerung, die Blöcke mir so zu schieben, wie sie eine größtmögliche Relevanz geben. Und gerade bei der Suchmaschinenoptimierung ist es ja dann oft so,
dass ich bestimmte Begriffe auch an bestimmten Positionen finden sollte. Und das lässt sich damit wesentlich leichter verändern als heute. Derzeit ist halt Gutenberg aus meiner Sicht nicht in dem Stadium, um das ernsthaft auf einer Produktivwiese auszuprobieren. Dafür glaube ich einfach noch, wird es zu viele Veränderungen aufgeben. Und die Ausprägung von Gutenberg ist ja auch relativ dünn. Wir können nur Posts, wir können heute keine anderen Produkttypen ohne Eigenentwicklung steuern. Aber ich will einfach sagen, heute ist es oft so, unsere Kunden setzen sich sozusagen hin, in einem Team machen wir irgendeinem Texteditor, sei es Word oder Co., generieren Content zu einem Produkt. Danach bekommt es ein Entwickler, setzt sich hin, setzt das um, um es im Frontend darzustellen, HTML oder irgendwas in seinem System. Und die wiederum müssen sich darum kümmern, die Produkte damit zu verknüpfen, weil letztendlich ist das Ziel, das Produkt zu verkaufen. Mit Gutenberg können wir den normalen Autor, der keine technischen Hintergründe hat, die einfach ein Werkzeug in die Hand geben, um an dem Rechner sozusagen die ganze Story zu kreieren, so dass die Suchmaschine relevant ist, so dass sie den Leser anspricht und gleichzeitig die Verknüpfung zu den Produkten, weil sie im selben System haben, einfach anzulegen. Ja, er muss keine ID eines Produktes aus irgendeinem anderen System kennen, was Warenwirtschaft oder so macht. Das ist alles in einer Welt. Und das, glaube ich, gibt ihm die Möglichkeit, so wie wir heute normal als WordPress-Menschen uns ein Bild aus der Mediathek holen, holt er sich die Produkte dazu und hat die dann in seinem Content. Und da sehe ich die Chance einfach. Genau, also was du ergänzt, ist ja, dass wir einerseits mit Gutenberg heute die Entwicklung richtig WordPress-Standard betreiben. Ja, wir wollen Posts und Pages erstmal vom Standard her betreiben, am liebsten noch Custom Post Type und Co. Und die Produkte, wie der Post Type ja im WooCommerce heißt, kann das genauso, obwohl er autark ist. Ja, das ist sehr wichtig. Und die Geschwindigkeit, die die Produkte ja auch nur kriegen, ist durch eigene Queries, durch eigene Datenbankselektion. Wenn ich die über Custom Post Types treibe, sind die einfach zu langsam. Und ich sehe einfach die Chance, wenn Gutenberg solide ist und dass der Editor der Wahl in WordPress ist und wir uns nicht mehr darüber diskutieren müssen, ist das jetzt richtig oder falsch, sondern er ist einfach da. Unsere Kunden nehmen den sozusagen auch an, dann können sie damit wirklich Content kreieren. Einfacher. Genau, und soweit ich weiß, also er hat gerade nochmal ergänzt, dass WooCommerce selbst vor 3 Tagen eine Lösung veröffentlicht hat, die quasi dasselbe Ziel hat. Ich habe ihn selber nicht ausprobiert oder mal getestet. Soweit ich weiß, war aber der Hintergrund genau der, dass Gutenberg halt ein Stadium hat, was man heute noch nicht benutzen kann. Und alle Anwender, weil gerade der Hype von diesen Erlebniswelten sozusagen so groß ist, dass da eine Lösung her musste und WooCommerce gesagt hat, wir bieten einfach selber was an, wir nehmen was. Oder Drittanbieter bringen halt irgendwelche Page-Builder oder sonstige Sachen hoch, weil die haben natürlich auch ein Interesse, ihren Page-Builder am Laufen zu halten, auch wenn Gutenberg mal da ist. Und es wird mit Sicherheit eine Menge Plattformen geben, die heute mit diesen Page-Buildern arbeiten, die ich nicht einfach abklemmen kann. Sie haben eine unglaubliche Abhängigkeit zu verschiedenen Datenbankstrukturen. Wenn ich sie abklemme, ist alles tot. Und ich denke, das ist so habe ich WooCommerce verstanden, warum man da eine Lösung bietet, auch wenn die nicht so komplex ist und die aber auf lange Sicht ja mit Gutenberg zusammenarbeiten soll. Okay. Genau, du hast quasi den abgespeckten Gutenberg nur für WooCommerce. Ja? Und soweit ich auch im Vorfeld gelesen hatte, war ja, dass WordPress gesagt, WooCommerce gesagt hat, wir nehmen die Gutenberg-Idee mit, machen halt die schlanke Version zusammen, damit sie einfach da ist und gucken dann, wie Gutenberg wächst, um uns da zu integrieren. Letztlich, für uns ist ja immer ein bisschen das Problem, in der Produktivwelt sowas einzusetzen, ist immer so ein bisschen kippelig. Muss man halt gucken, kann ich das schon, muss man auch einen Partner haben, der das mitmacht. Aber wo ich einfach die Chance sehe, viele andere E-Commerce-Systeme haben sowas gar nicht. Das heißt, sie setzen riesige Entwicklerteams dran, die so einen Kram irgendwie basteln müssen, bauen müssen und dann am Ende auch warten müssen. Wir haben zumindest die Chance, wir haben jetzt etwas in der Entwicklung, was da kommt irgendwann. Ich glaube nicht an 2018, sondern eher an 2019.
Aber es kommt was und wenn es Standard ist, wird es gewartet und wir können es benutzen. Und das gibt uns doch die Möglichkeit, auf etwas zu setzen, was leichter ist als eine Eigenentwicklung oder ein Page Builder, wo vielleicht morgen kein wirtschaftliches Interesse mehr dahinter steht. Also aus meiner Sicht gibt es gar keine Grenzen, weil ich halt die Datenbankebene aushebeln kann. Wichtig ist, das kostet Zeit und viel Geld. Und da muss ich halt gucken, lohnt das? Wenn ich mir aber andere Systeme, ich kenne andere E-Commerce-Systeme nicht in die Tiefe, ich entwickle nicht mit einem Magento oder so, aber beispielsweise das E-Commerce Camp hat einen sehr schönen Einblick gegeben. Da hat beispielsweise einen, nicht unbedingt das Thema Datenbankskalierbarkeit, aber er hat erläutert, warum sie jetzt dringend von Magento weg wollen, weil man im Frontend irgendwie 41 unterschiedliche JavaScript-Libraries laden muss, zwingend, und der Entwickler sozusagen keine Lust mehr hat und bei ihm kündigt, weil er auf sowas keine Lust mehr hat. Das sind natürlich dann plötzlich Szenarien, vor denen ein Arbeitgeber steht, gruselig, finde ich irgendwie. Ja, da sind wir ja, sagen wir mal, mit wenig Problemen bestückt. Aber auch aus eigener Erfahrung, wir haben keinen Kunden, der Millionen von Produkten irgendwie da drüber schiebt oder Requests oder sowas. Wir hatten ein Gespräch mit Bergfreunde, die waren auch dort vertreten. Die haben zwar eine eigene proprietäre Entwicklung, haben aber ähnliche Probleme. Und ziehen halt beispielsweise alles, was Frontend ist, auf reine JavaScript-Ausgabe, cachen das auf dem Server, damit eben die Zugriff und Zugänglichkeit auch bleibt. Aber sie sagen, das ist für sie letztendlich die nächste Stufe. Hauptproblem ist dort, finde mal einen Partner, der die diese Technologie unterstützt. Die können sich halt leisten, die haben solche riesigen Zugriffszahlen und da war sehr viel Stabilität da. Und bei dem beispielsweise war auch die ganze Content-Strategie, kam aus dem WordPress-System daneben. War sehr interessant, ja. Aber insofern die Frage zu beantworten, Skalierbarkeit, ich glaube, wir haben so viele technische Möglichkeiten und wenn das Know-how da ist, dass es da keine Grenzen gibt. Ich habe eine zweite Frage. Die erste ist, weil du angesprochen hast, dass ihr sozusagen Drittsysteme eher den CRM oder andere Strukturen über der API anbietet. Kannst du eine Empfehlung geben für ein Warenwirtschaftssystem, das sozusagen gut harmonisiert mit dem E-Commerce, weil es für mich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist? Also Jörg sucht quasi eine Empfehlung für ein Warenwirtschaftssystem, was ich mit WooCommerce WordPress anbinden kann, um da möglichst wenig Probleme zu haben. Muss ich aber sagen, nein, ich kann keine Empfehlung geben, was einfach daran liegt, wir selber bei Insight haben nur bisher SAP angebunden. Alle Kunden, die irgendwas in die Richtung haben, waren SAP-Kunden und auch kein SAP-ERP, es war immer Business One, genau, also die schlanke Lösung. Weil ich kenne es aus meinem Zeitumfeld, kenne ich nur das ERP. Das Business One ist, sagen wir mal, technologisch ähnlich gestrickt. Man hat dieselben Technologien. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, wobei es Business One im Verhältnis ja noch geht. Dafür entscheidet man sich ja oft, weil man halt Kunden hat, die mit dieser Welt kommen. Das ist, glaube ich, da der Hauptgrund. Beim ERP reden wir von anderen Summen auf jeden Fall. Aber gerade SAP, bin jetzt 15 Jahre dabei, gekocht auch nur mit Wasser und oftmals viel, viel lauwarmer als alle anderen. Ja. Also ich habe auch da nur eine REST API oder eine gewisse Schnittstelle. Der Knackpunkt wird einfach sein, wie viele Felder, Daten brauche ich auf der anderen Seite, wie viel Eigenentwicklung muss ich halt reinstecken oder hat das was, was das alles mitbringt. Ja, das ist immer so ein bisschen, also so kenne ich zum Beispiel aus dem SAP-Umfeld, gerade im ERP-Umfeld, da habe ich eine REST API, die gibt es mittlerweile, die ist aber in Anführungsstrichen in der SAP-Welt relativ jung, die gibt es erst ein paar Jahre. Und da gibt es halt viele Bausteine, wo ich eben nicht hinkomme. Dann kann ich halt das nicht verbuchen oder das Feld nicht mitsynken. Dann muss ich was intern im SAP immer mitbauen. Sowas ist dann eher problematisch. Ja, genau, sowas zum Beispiel, ja. Und die andere Frage, die ich hatte, das war, was du für eine Erfahrung hast, also deine persönliche Meinung zu dem Thema Multi-Channel-Commerce. Weil es gibt ja sehr viele Kunden, die dann doch ein Attengeschäft haben, was sozusagen klassischer Retailer sind. Die wollen dann halt ihre Online-Präsenz mit der Offline verknüpfen. Mhm. Also simpler Use-Case, ich bestelle was online und möchte es aber offline abholen. Ja. Oder auch andersrum, ich gehe irgendwo offline rein und der sagt mir, aber du kriegst es zu einem guten Preis online günstiger. Nein. Also die Frage ist, WooCommerce, kann ich da mal Multichannels, also Online-Offline-Verkauf gleichzeitig ohne Probleme betreiben? Ich habe nicht sehr viel Erfahrung im Umfeld, weil alles, was wir haben, sind Online-Geschäfte. Aber das, was ich so kenne, wo ich sozusagen an der Technik wirst du Probleme kriegen, würde ich sagen, nein, es ist nicht ready. Du musst was tun. Weil, also auch wo es zum Beispiel typische Probleme gibt, wenn ich Mehrsprachigkeit mache, weil ich den Warenkorb hin und her synke, oder wenn ich auch mehrere Lager habe, aber nur einen Online-Shop oder eben Online-Offline, musst du ganz schön was tun, ist nicht einfach. Also du kannst nicht loslegen out of the box und es funktioniert. Ist nicht so einfach, das stimmt.
Ja, dies, genau. Ich weiß gar nicht, ob die auf der Folie stehen. Also wenn jemand gleich gucken will, hier oben steht meine Domain bildge.de und /WooCommerce sind die Slides. Das am einfachsten. Da, Kirsten. Also, jetzt, ich muss ein klein wenig ausholen. Die Frage ist, Mehrsprachigkeit, WooCommerce, ist das ein Problem, muss man basteln? Unsere Welt, was Mehrsprachigkeit betrifft, das kennen vielleicht viele, die Impsite gut kennen, ist halt das Plugin Multilingual WordPress. Das heißt, wir realisieren grundsätzlich immer Mehrsprachigkeit über eine Multisite. Multisite ist allen Begriff. Okay, keine, na gut. Also das heißt, jede Sprache hat bei uns mindestens eine Site. Das können auch mehrere Sites sein, weil es regionale Sprachunterschiede gibt. Und das kann man beliebig aufblähen. Ja? Dann kommt dann auch dieses Schlüssel hoch von Multi-Multisite. Aber letztlich setzen wir immer auf diese Idee der Multisite mit unserer Erweiterung, weil wir nur dort ein stabiles, solides, performantes System hinkriegen. Das gibt es aus unserer Sicht mit keinem anderen Plugin, was Mehrsprachigkeit hinzubringt. Der Core selbst hat dafür keine Lösung. Wird auch keine Lösung bringen. Es gab ja mal ein paar schöne Ansätze, sodass das für uns das Szenario ist. Und jetzt kommt unser Problem. WooCommerce selbst läuft im Standard nicht mit Multisite. Ist nicht Multisite ready. Und da kommen wir zum nächsten Thema. Wir versuchen, wir haben ja eigentlich zum Beispiel die Idee, Lösungen anzubieten, die WooCommerce einerseits Multisite ready machen, aber auch gleichzeitig diese Mehrsprachigkeit mitbieten. Das Problem ist, die Szenarios aufgrund der Fragen, hört man es auch raus, bei E-Commerce sind so bunt, so verschieden, dass man halt nicht eine Erweiterung bringen kann, anmachen und jetzt geht's. Sondern wir können nur so eine Art Framework bieten und man bastelt sich's rund. Also wer mit Mehrsprachigkeit, also wer sofort einen Kunden hat, ich will mehrsprachiges Online, sollte man sich sehr gut überlegen, ob WooCommerce die richtige Wahl ist, dann muss man es beherrschen. Weil es gibt Systeme, nach meinem Wissensstand, die können sofort E-Commerce mehrsprachig. Und dann ist man damit Sicherheit auf der sicheren Seite. Richtig. Ich bin nicht sehr sicher, aber ich meine zum Beispiel, Magento macht Mehrsprachigkeit. Hat man viele andere Sorgen vielleicht, aber in der Diskussion, die wir in Jena hatten, wurde, glaube ich, Magento und auch Oxid, meine ich, kann das auch. Gut, wir haben noch eine Minute, die mir die Chance gibt, Dankeschön zu sagen. Für die Fragen vor allem, die sind immer sehr bereichernd, finde ich immer spannend. Und uns noch ein paar schöne Stunden, Tage. Zwei haben wir ja noch. Okay, danke.